Irgendwo tief unter dem Ozean ist eine Pipeline beschädigt. Dieses Ventil muss wieder geöffnet werden. Können wir sie noch mal runterschicken? Ich meine, das kostet ja, Skanoil mindestens 200.000 Pfund pro Minute. Zwei Spezialisten wagen den gefährlichen Einsatz. Wenn es nur 95 Meter sind, schaffen ihre Männer das doch in einem normalen Tauchgang. Es könnte ihr letzter sein. Wir haben ein sehr ernstes Problem. Wir brauchen das Mini-U-Boot und das Gas hier draußen. Sofort! Wir haben auch Messinstrumente an Bord. Früher oder später werden sie es rauskriegen. Bis jetzt haben sie es noch nicht bemerkt. Sagen Sie die Wahrheit oder soll ich es erraten? Was ist da oben los, Tucholsky? Sie haben noch Sauerstoff für 2 Stunden. Nur noch für 2 Stunden. Ich verbinde den Hauptversorgungsschlauch mit dem Kranhaken. Das hat keinen Sinn. Brichst inzwischen erfrieren die uns da unten. Wir haben noch genau 35.700 Liter. Wir haben Briggs reingeholt. Er ist tot. Ist er nicht? Wollen Sie die beiden da unten verrecken lassen? Nur wegen eines geringen Risikos? Die Reservetanks sind leer. Du hast es gewusst. Ich weiß, du hast es gewusst. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Gib nicht auf, Gunnar. Gib nicht auf. Zwischen der Meeresoberfläche und der Tiefe. Es ist zu spät, Gunnar. Es ist vorbei. Was redest du da? Vorbei. Zwischen Leben und Tod. Atme. Bitte. The Dive.